Wir kommen zum nächsten Spiel und zwar dem vorletzten vor der Winterpause. Wir sind wir haben zu Gast Freiburg, die zweite. Die sind sowas letzter in der Tabelle. Das heißt, wir wollen hier ganz souverän einen Sieg einfahren. Ist doch ganz klar. Los geht's. Läuft ja schon. Und zwar erstmal bei Freiburg. Wieder rausspielen. Schön geblockt jetzt. Kriegen wir den Ball aber leider nicht. Weiter Freiburg. Jetzt haben wir. Nürnberg kriegt den Ball, spielt ihn raus auf Mokoko. Guckt mal, wo ein bisschen Platz ist. Sieht da hinten Armin kommen. Au, oh, fast ein bisschen zu weit vorgelegt, ja, schade. Oh. Nicht am Ball vorbeirennen, Sapek. Also Freiburg ist ja schon mit einigem Abstand letzter. Ich glaube, die haben 5 Punkte. Der nächste hat 10 Punkte. Oh, aber wir haben schon mal hier ein paar Mannschaften unterschätzt. Das wollen wir heute nicht mehr machen. Er ist rot. Freund, wo willst du hin? Zusammenspiel mit Kostli. Geht einfach mal. Ah, oh, und der läuft direkt in den Gegner rein. Upsala. Okay, jetzt ist wieder ein bisschen Unordnung in der Abwehr. Mal, dass wir da den Nürnberger und Stiller mitkriegen. Oh, oh, da ist die Lücke. Gut, kurz. Den Winkel kurz gemacht von Mantel. Erste große Chance für Freiburg. Also, nichts ist hier mit Chancen los. Freiburg wieder. Die. Ja. Nicht da stehen lassen. Oh, das darfst du nicht machen. Glück gehabt, aber sowas von. Okay. Gächter. Raus auf Franke. Und zurück. 19. Da hinten. Nimm mal Nürnberg mit. Der schießt so gerne. Aber das war harmlos. Auch mal eine Notiz an mich selber. Irgendwann mal gucken, wer die besten Distanzschusswerte hat. Vielleicht ja der hier. Knapp drüber, Herr Bischof. Ja, Ball geht weit. Haben wir den? Ja, den haben wir schon. Also Kopfbälle, wirklich, muss ich sagen, gewinne ich viele, die da an Abstößen kommen. Koko wird nicht angegriffen. Warte mal. Etwas nach außen gedrängt und der Pass war schlecht. Aber den holen wir uns wieder. Nein. Das war der Franke. Jetzt muss Sapa hinten mal ein bisschen aushelfen. Schafft er auch super. Guck mal. Zwei. Gehen raus, genau. Da ist Nürnberger. Und da ist Testrot. Guten Tag. Ja, herrlich. 1-0. Hat schon wieder gedacht, der Pass da in die Mitte wäre schon wieder einer zu viel gewesen, aber 12 Tore jetzt in 17 Partien. Sehr gut. Schöner Fehlpass. Ja, ist das Bischof? Mal sehen, ob der sich da dran vorbeitraut. Wo geht das? Ach, der war abseits. Schade, das war immer knapp. Weil nämlich der Testrot da in der Mitte auch mitgelaufen ist. Und den hätte man dann schön reinlegen können. Hm, abgeblockt.
Komm, geh mit. Ah. Ja, war zu beschäftigt mit hinfallen. Nur nicht den Fehler machen, hier die Innenverteidiger wieder zu früh rauszuziehen. Jetzt muss er aber, der Innenverteidiger. Harmloser Schuss. Die diskutieren da. Heute ein bisschen schicker mit seinem Mantel. Der gute Herr Lattek. Und Sivea denkt, er könnte schon den Co-Trainer machen. Mit 22 Jahren. Boko steht außen, spielt ihn dann in die Mitte. Ah, aber der war zu schlecht kontrolliert. Sapai darf mitspielen. Pfeiffer hat sich das ein bisschen hinreißen lassen, rauszurennen aus der Innenverteidigung. Das wollen wir eigentlich nicht sehen. So, ja gut. Mokoko von hinten. Es gibt diese neue Sprintmechanik, die ich jetzt aus dem Kopf nicht erklären kann, aber es gibt die Spieler, die guten Antritt haben, und es gibt die, die ein bisschen weniger Antritt haben, aber dafür auf die lange Bank schneller sind. Erstmal ein ganz schnelles Tor hier von Bischof. Worauf ich hinaus wollte, war, dass Mokoko nicht unbedingt den schnellsten Antritt hat, wie ich gerade feststellte. Aber egal, konzentrieren wir uns lieber auf das Tor und auf Bischof, der seine Einwechslung hier oder seine Startelf-Nominierung durchaus nutzt, um hier ein schönes Tor zu machen. Das war wieder Nürnberger, der die Vorlage gegeben hat. Gucken wir mal nach der Hinrunde, wie die Statistik so aussieht. Mit den meisten Vorlagen hat Nürnberger, glaube ich, ist da ziemlich weit vorne. Während Testroth natürlich der Torjäger vom Dienst ist. Und da würde ich ganz klar schätzen, dass mein Mokoko auf Platz 2 ist. Hoppala. Jetzt geht doch mal einer bitte dahin. Was ist denn da los? Ah, Herr Mantel. Ja, Freiburg, ne? Also wenn es eh schon nicht läuft, dann hast du auch noch ein bisschen Dreck am Hacken. Wir sind auch schon wieder weit drüber über der Zeit. Bitte mal hier. Das ist also 2 zu 0 zur Halbzeit. Lassen wir uns dazu hinreißen, einen Wechsel durchzuführen. Rothe darf spielen. Und Semic darf spielen, diesmal aber für Franke. Und ich möchte Pejčinović ein bisschen mehr Spielzeit geben. Mal sehen, ob sich das recht oder auszahlt, den jungen Spielern ein bisschen mehr Spielzeit zu geben beim Stand von 2 zu 0. Es droht erstmal, geht schön durch. Dann das Auge für... Ui. Armin wollte ich sagen und der auf Mokoko weiter. Und auch wenn ich da schon gedacht hätte, das klappt doch im Leben nicht. Mokoko schießt ab. Der Torwart mit einer guten Parade, kann man nichts sagen. Ecke hoch rein. Nürnberger kommt nicht dran, aber wir haben den Ball wieder. Und Armin geht durch. Er muss den jetzt nur noch irgendwie wieder reinbringen. Gegen die Freiburger geklärt. So, weiter geht's. Rothe hat den Ball. Auf Sapai. Er findet Nürnberger da auf dem Flügel. Und Kuko ist tatsächlich relativ frei, aber schafft es da nicht, am Spieler vorbeizukommen. Upsala. Unnötige Grätsche. Kostli hat aufgepasst. So, wo sind denn die anderen da? Die sind ein bisschen weiter weg. Oh, das war Gechter, der Innenverteidiger, der ein bisschen zu optimistisch war. Aber es geht weiter. Ich habe da den Moment verpasst, aber dafür habe ich hier Sapai gesehen. Schade. Semic
hörst nach außen, genau dahin. Schön aufgepasst. Aber jetzt nicht übermütig werden, mein Junge. So, 60 Minuten rum. Wir haben ja schon zweimal gewechselt, deswegen spielen wir jetzt einfach mal so weiter. Und gucken mal, ob noch was geht. Zum Beispiel über Westroth, der den Ball aber leider nicht so mitnehmen kann, wie er sollte. Nein. Schön gehalten. Nico Mantel. So, Nürnberger, kommt er da an den beiden vorbei? Geht er einfach mitten durch? Oh, aber das war zu weit vorgelegt. Das ist Rothe, der den Ball da nicht bekommt. Ostisch kriegt den Ball nicht. Aber Nürnberger ist da. Sehr schön. Und da sind Mokoko. Und der hat sowieso Spaß am Fußball. In der Flanke. Aber da passen sie auf die Freiburger. Sicher. Bischof wieder. Oh, das war ein Fehlpass. Armin, der rennt einfach mal dran vorbei. Schade. Jetzt plätschert das hier gerade so ein bisschen. Wollen wir mal hoffen, dass wir uns nicht einlullen lassen. Einlullen. Nein, Rothe hat aufgepasst. Rothe, mein Innenverteidiger Nummer 3, weil Pfeiffer und der andere besser sind. Gechter. Aber dann muss ich dran denken, dass ich ihm auch noch genug Spielpraxis gebe. Denn den will ich auf jeden Fall auch weiter aufbauen. Der war eigentlich ursprünglich von Dortmund ein Außenverteidiger, aber da der so groß ist und einfach auch nicht besonders schnell, sehe ich den jetzt nicht unbedingt da außen. Und während ich hier laber. Und laber darf Freiburg tatsächlich doch nochmal schießen. 82 Minuten gespielt. Machen jetzt die restlichen Wechsel. Ganz besonders Sivea darf rein. Und so an Jugend forscht war es das schon fast. Deswegen mal Appelkamp, den ich nochmal gerne auf dem Flügel probiere. Dafür hatte ich ihn eigentlich so ein bisschen mitgekauft. Der ist schnell, aber nicht der schnellste. Der kann dribbeln. Ja, der Abschluss, aber gut, den hat er auf der 10 auch schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Schön geblockt. Der geht an Freiburg, aber weit drüber. Ich glaube nicht, dass da heute noch Gefahr entsteht. 5 Minuten sind noch zu spielen. Wir bleiben weiter hoffentlich konzentriert mit Ballbesitz. Da können wir mal, haben wir die Chance schnell zu spielen. Aber so richtig mitgehen tut dann auch keiner. Und er vertändelt den Ball. Nochmal Kopfball. Fahren. Wir warten jetzt einfach ab. Lassen die Zeit runterlaufen. Kommt tatsächlich nochmal in die andere Hälfte.
aber dann ist Schluss. 2:0 war jetzt nicht Weltklasse, aber es reicht. So, und ohne großes Gedönse